Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. So, ich hatte ja mal vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht, wo ich gesagt habe, ob ihr wissen wollt, wie so mein Werdegang ist, wie ich das mit finanziell mit Frankreich machen will und so weiter. Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, es hat sich bei mir ein bisschen was getan. Nein, ich gehe immer noch nicht nach Frankreich. Wir wissen alle, was draußen los ist. Aber ich habe im Hintergrund gearbeitet. Einige von euch wissen ja, dass ich zweigleisig gefahren bin. Ich hatte auf der einen Seite den Berater und auf der anderen Seite hatte ich meine Liebesromane. Die gibt es auch immer noch. Allerdings war der erste Schritt, dass ich diesen Teil aufgegeben habe. Das heißt, ich habe keine Homepage mehr und nichts mehr. Die Bücher sind noch draußen und können auch immer noch gekauft werden. Jedoch führe ich keine Homepage mehr, weil das kostet alles Zeit, Geld, Instagram und Rechtstexte und ich weiß nicht alles. Das war mir irgendwann dann zu viel und ich habe mich zu sehr verzettelt. Es gibt zwar noch einen Roman, den ich angefangen habe und den ich auch gerne noch zu Ende bringen würde, aber das nur nebenbei. So, ich habe in den letzten Wochen meine Jan Eijkman-Seite ausgebaut und habe mich so ein bisschen ausprobiert, was ich gerne machen wollen würde. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich mich dazu entschieden habe, nicht mehr alles kostenlos herauszugeben. Ich weiß, dass draußen immer so ein, alles darf kostenlos sein, Hauptsache Werbung ist vorgeschaltet. Und das ist auch alles okay, darf auch alles so sein, da möchte ich auch niemanden verurteilen. Jedoch habe ich mich irgendwann gefragt, wie ich vorankomme. Und ich habe mir überlegt, dass ich auf dem Jan Eijkman-Kanal einige Sachen mache, wie Selbstständigkeit und hin und wieder mal einen Tipp gebe und dass ich Online-Kurse und ganz spezielle Themen auf eine eigene Seite mache, wo Leute für einen gewissen Monats- oder Jahresbeitrag meine Sachen dann freischalten können. Ich hatte diesen Versuch tatsächlich hier auch schon mal mit Patreon. Daran bin ich leider gescheitert, weil das irgendwie sich nicht auf Euro umschalten ließ. Jetzt habe ich aber eine Seite gefunden, wo das geht. Und da habe ich das bei Jan Eijkman gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ein gewisser Teil wird bei YouTube gratis bleiben, ein anderer Teil wird kostenpflichtig werden. Ich habe jetzt mal die Tür aufgemacht. Ich hatte nämlich gerade das Gefühl, es schallt hier irgendwo. Das heißt also, dass es die Möglichkeit gibt, meine speziellen Beratungsvideos kostenpflichtig auf der einen Seite zu gucken. Und ich sag mal, andere Tipps gibt es bei YouTube, wo ich das kostenfrei gebe und auch über meine Selbstständigkeit rede. Das hat folgende Bewandtnis. Auch ich möchte YouTube aufbauen. Und vor allen Dingen möchte ich nicht den Menschen, die mich jetzt schon abonniert haben, vor den Kopf knallen und sagen, naja, ihr seid mir jetzt alle nichts mehr wert und jetzt nur noch gegen Bares so. Das möchte ich nicht, aber ich habe mich entschieden, ich möchte auch nicht alles nur noch gratis verkaufen, gratis weggeben. Was ich auch abgeschafft habe, ist so TikTok und Facebook und bin jetzt im Moment nur noch auf Instagram, was ich immer noch aufwendig genug finde. Was ich für mich auch gemerkt habe, ist, dass wenn ich zu viel auf irgendwelchen Plattformen rumtüdel, bin ich zu sehr im Außen und kann gar nicht, sage ich mal, um meinen eigenen Kram kümmern. Ich bin gerade weiterhin dabei, oder ich weiß gar nicht, ob ich das hier auf diesem Kanal schon erzählt habe. Ich schreibe gerade an einen Ratgeber über Achtsamkeit, Loslassen und Bewusstheit. Da bin ich jetzt, sage ich mal, so in den letzten Zügen dieses Buches. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl, weil ich das einigen schon zum Lesen gegeben habe und die Reaktion doch sehr berührend und das hat teilweise auch überwältigend waren für mich, wo ich gar nicht so mit gerechnet hatte, denn ich hatte auch da schon 2, 3 Anläufe genommen und dachte, na, ob ich das hinkriege und auf einmal lief es.
Und jetzt, wie gesagt, muss ich nur noch, ja, ich sag mal, das letzte Drittel schreiben und dann sollte dieses Buch auch rauskommen, was dann der Anfang für eine ganze Reihe sein wird. Ich habe gemerkt, dass diese ganze Liebesgeschichte zwar schön ist und dass ich das auch gerne schreibe, aber irgendwann ist mir aufgegangen, ich lese sehr viele Bücher über Coaching, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung und ja, und da habe ich mir gedacht, so, es wäre doch blöd, wenn ich das nicht selber meine Bücher schreibe, wenn mir das doch viel mehr Spaß macht. Denn ich lese keine, ich schreibe zwar Liebesromane, aber ich lese halt keine. So. Und da habe ich die ganze Zeit aufs falsche Pferd gesetzt. Das heißt, ich habe jetzt meine Bücher, also mein Buch, ich habe ja schon eins geschrieben, meine rote Linie. Also Bücher, ich nehme jetzt mal die anderen von Jan Wosi mit rein. Die sind geschrieben, dann habe ich diesen Online-Kurs und das dritte, was ich machen möchte, ist auch diese YouTube-Geschichte so ein bisschen auszubauen. Das ist hier auf diesem Frankreich-Kanal natürlich noch ein bisschen blöd, weil ich noch nicht in Frankreich lebe. Und da beißt sich so ein bisschen die Katze ins Schwanz. Aber ich muss mal gucken, ich würde es gerne hinkriegen, aber ich kann entweder am Schreibtisch sitzen oder Videos machen. Irgendwie beides geht nicht. Und da bin ich tatsächlich noch in der Findung von meiner eigenen Balance, was ich jetzt, also was für mich jetzt am wichtigsten ist. Mache ich jetzt erstmal die Jan-Eijkman-Seite, damit ich da vorankomme, Geld verdiene? Oder mache ich hier die Frankreich-Seite? Und ja, diese Frankreich-Seite wird, glaube ich, wird nur funktionieren, wenn ich die Jan-Eijkman-Seite mache. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, da die ganzen Energie reinzustecken, eben halt in zukünftige Bücher, in meinen Online-Kurs und in die YouTube-Geschichte. Ich hatte tatsächlich noch die Beratung mit reingenommen. Das heißt, ich hatte mir schon ein Telefon geholt, damit die Leute mich anrufen können. Und ich hatte mir ein Paravent geholt, damit der Hintergrund so ein bisschen schön ist. Und oder nicht ablenkt, sagen wir mal so. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich es ein bisschen übertrieben hatte. Ich hatte auf einmal Schwindel, Bewegungsbenommenheit und ich konnte mir ehrlich gesagt überhaupt nicht erklären, was da erst los ist. Dann habe ich es mit den Ohren gekriegt, die waren zu und dachte, aha, okay, habe mir die freipusten lassen und dachte, gut, das Ohrgleichgewicht ist ja logisch, dann liegt es daran. Nur da waren die Ohren frei, alles war gut und ich bin aus dem Ganzen nicht rausgekommen. Ich hatte immer dieses latente Schwindel, erschöpft sein und ja. Was bin ich für ein schlechter Ratgeber, wenn ich mich an meinen eigenen Kram halte? Aber irgendwann bin ich durch ein Gespräch dann selber drauf gekommen und habe den Paravent in den Keller gestellt, das Handy wieder verkauft und oh Wunder der Nacht, der Schwindel hat aufgehört. Das heißt, ich habe es ein bisschen übertrieben und es ist ja auch logisch. Wenn du ein Buch schreibst, wenn du YouTube machst und wenn du Kurse aufnehmen willst, dann hast du wirklich genug zu tun. Und da jetzt noch eine Beratung reinzuballern, du hast ja noch ein Privatleben, du musst Papiere machen, deine Selbstständigkeit, du willst auswandern, eine Sprache lernen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. So, aber der Mensch lernt ja immer, ne? Und der Körper gibt einem ja immer den direkten Weg, ohne Umwege, einem zu sagen, so pass auf, hier stimmt was nicht. Und ja, das musste ich dann eben halt auch lernen. Das heißt, im Moment, dieses Jahr kommt ein neues Buch raus. Und meine Online-Kurse kann man sich auf janeijkman.de angucken. Das kostet auch nicht viel, 25 € im Monat. Und wenn man das als Jahresbeitrag macht, sind das dann nur 20 € pro Monat. Ja, das ist das, was ich im Moment so ein bisschen auf den Weg bringe. Wenn das, sage ich mal, das jetzige Buch rauskommt, werde ich das hier auch nochmal vorstellen und ich werde mich dann gleich an das nächste Buch setzen, weil die Idee habe ich dann auch schon. Und ich sag mal, alles andere, einige haben geschrieben hier mit Krypto und so weiter, das ist einfach nicht meine Welt. Das mag vielleicht alles schnell gehen und so weiter, das will ich alles gar nicht. Da hab ich, ja, aber das ist einfach nicht meine Welt. Ich habe da keine Ahnung, ich habe da auch nicht das Geld für. Ich gehe dann halt den schweren Weg, sage ich mal, der etwas dauert. Aber es ist mein Weg. Ich werde eines Tages am Meer leben. Vielleicht wird es dann in Deutschland sein. Das habe ich, glaube ich, schon mal hier gesagt. Aber ich möchte gerne das versuchen.
Klar könnte ich jetzt versuchen, hier irgendwie einen Job zu kriegen, aber dann habe ich hier in Deutschland einen Job und habe überhaupt keine Möglichkeit, wegzukommen. Das heißt, ich muss diesen Weg der Selbstständigkeit gehen. Und natürlich gäbe es noch die Möglichkeit, vielleicht in Frankreich versuchen, einen Job zu kriegen, nur dafür werden meine Sprachkenntnisse nicht reichen. Und ja, also es sei denn, es wäre irgendwo eine deutsche Firma, die, sage ich mal, Olaf und mich sagen, so, jo, wir bräuchten jemanden hier in, ich sag mal, Châtillon-Plage, La Rochelle, Rochefort oder La Grotte-Motte, Le Croix de Roi und Montpellier, so die Richtung. Also entweder so, ne? Das ist zwar weit auseinander, aber das wäre was anderes, dann könnte man darüber mal nachdenken. Aber auch hier bin ich realistisch, ich weiß, wie die Welt draußen aussieht und dementsprechend versuche ich das jetzt auf meinem Weg. Das ist dann halt so. Und ich vertraue aber auf dem Leben. Ich vertraue auf das Leben, dass sich das schon fügen wird. Das hat es bei mir immer. Und als ich das letzte Mal im Urlaub war und da in Châtillon-Plage stand und Olaf meinte so, ah, ich will hier gar nicht weg. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Da habe ich gesagt so, ich bin gar nicht traurig. Ich weiß, ich werde hierher zurückkommen. Und dieses Gefühl ist bei mir so eingerastet. Ja, ich weiß, dass es passieren wird. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Ich danke euch erstmal fürs Zuhören und Zuschauen. Und dann sehen wir uns vielleicht demnächst wieder. Mal schauen. Bis dann, euer Jan. Ciao.